Ja, lieber Rudi Mali, vielen Dank, dass wir zu dir nach Hause kommen können. Die Nürnberger SPD wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Dein Vater ist aufgrund seiner politischen Gesinnung ins Konzentrationslager gekommen. Dein Sohn Uli Mali ist seit 2002 Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Du selber hast zwar nie eine aktive Rolle in der Nürnberger SPD gespielt, kennst aber diese Partei natürlich sehr, sehr gut. Wie bist du denn zur SPD gekommen? Ich bin jetzt 63 Jahre Mitglied der SPD, ein ganz schönes Stück von den 150 Jahren. Man hat mich nicht gefragt, ob ich zur SPD kommen will. Ich bin in die SPD hineingeboren. In unserer Familie war es selbstverständlich, dass jeder Mitglied wird. Und bei mir war es gleich nach dem Krieg dann, wie ich ungefähr, ja, das lässt sich genau feststellen, 46, 1. Januar, bin ich bei Mitglied geworden. Das ist sehr Also nicht durch eigene Entscheidung, sondern Familienschicksal. Dir ist nichts anderes übrig geblieben, sozusagen. Ja. Ja. Dein Vater, ich habe es gerade erwähnt, Karl Mali, war ja kurzzeitig Stadtrat, bevor die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Er war auch bei der letzten Stadtratssitzung dabei, wo es zu Gewalttätigkeiten gekommen ist, und er musste dann ins Konzentrationslager nach Dachau. Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte deines Vaters erzählen? Ja, mein Vater war an und für sich mehr in der Jugendbewegung tätig, war Bezirksvorsitzender der SAJ, der Sozialistischen Arbeiterjugend, und wurde dann 1933 bei diesen Nichtwahlen in den Nürnberger Stadtrat quasi delegiert. Also er war nur ganz, ganz kurz im Stadtrat. Ja, die, wenn ich recht entsinne, waren im März, sind die Stadträte und Landtage nach den Ergebnissen der letzten Reichstagswahl besetzt worden. Ja. Und da ist er in den Stadtrat gekommen. Bis zur ersten Sitzung, die dann für ihn auch gleichzeitig die letzte war, weil er sich geweigert hat, an weiteren Sitzungen teilzunehmen. Und was ist ihm dann passiert? Wie ging es dann weiter bei ihm? Dann wurde er zunächst mal entlassen. Er war im städtischen Knabenheim Erziehungsgehilfe, so hieß das damals. Heute sagt man Erzieher. Und ich war arbeitslos. Die Verfolgung begann zunächst an und für sich neben der Entlassung mehr still. Wir hatten einige Male Besuche der Gestapo in unserer Wohnung. Dabei ist mir einmal, ich war damals hier 6,5, 7 Jahre alt, sehr komisch vorgekommen. An dem Tag hat uns mein Großvater besucht. Und wie der Gestapo-Beamte dann da war, hat er gesagt, ja, war heute ein Fremder da? Dann habe ich mit 6 Jahren gesagt, ja. Weil mein Großvater war zwar familienangehörig, aber er war nicht in der engeren Familie, allerengsten Familie. Und dann ist er zum Fenster gegangen, wir haben im ersten Stock gewohnt, hat das Fenster aufgemacht und hat rausgeschaut, ob da jemand in den Hof gesprungen ist. Und so waren einige, vielleicht, ich erinnere mich nicht genau, waren es 2 oder 3 Haussuchungen, Bücher sind beschlagnahmt worden, Fotos weggenommen worden. Das sind die. Und im Juli 1933
haben sie ihn dann abgeholt. Und wir haben dann nach 3 oder 4 Tagen eine Karte aus Dachau bekommen, wo er uns begrüßt hat. Mehr durfte er nicht schreiben. Es war dann später bei der Post auch immer wieder was geschwärzt, was er uns sagen wollte und was wir nicht erfahren sollten. Jetzt muss ich sagen, nach Hause ist er gekommen, weil im März 1934 mein jüngerer Bruder geboren wurde. Bitte fangen Sie jetzt nicht das Rechnen an. Das ist alles okay. Danach hat meine Mutter auf Anraten von Anna Steuerwald-Landmann nach Dachau ein Telegramm geschickt. Dem Führer wurde ein Sohn geboren. 2 Tage danach ist er entlassen worden. Sodass also eigentlich mein jüngerer Bruder an der Entlassung schuld ist. Du bist ja Jahrgang 28, das heißt, du warst gerade mal 11 Jahre alt, als der Krieg... 33 war ich 6 Jahre alt. Ja, genau, und als der Krieg begonnen hat im Jahr 39, warst du 11 Jahre alt. Wie hast du die Kriegszeit erlebt als Kind, als Teenager? Zunächst gar nicht, es hat also Alarm gegeben, man hat sich als Kind gefreut, wenn ein Fliegeralarm länger als bis 10 Uhr Abend gedauert hat, dann konnte man am anderen Tag 2 Stunden später in die Schule gehen. Bis dann im Jahr 42 erstmals Bomben auf Nürnberg fielen. Und das war auch bei uns in der Ganzstadt in allernächster Nähe. Da hat es auch einen Toten gegeben. Daraufhin, das hat vor allen Dingen meinen Bruder, der ja damals noch ganz jung war, sehr mitgenommen. Und er hat also eine Art Schock bekommen. Wenn er die Sirene gehört hat, hat er das Zittern und Klappern angefangen. Dann ist meine Mutter mit den beiden Kindern, die Erika war inzwischen auch geboren, nach Götzenreuth bei Schwabach gezogen. Da haben wir seit 1935 ein Zimmer bei einem Bauern als Landheim gehabt und waren immer die Ferien über draußen die ganze Zeit. Am Anfang noch mit dem Vater, er ist auch weiter arbeitslos geblieben, hat dann Heimarbeiten gemacht. Aber ich komme wieder zurück zum Krieg. Ich war dann von 42 bis 44 im Dezember oder November allein, habe mich selber versorgt. Gekocht und bin nur am Wochenende nach Götzenreuth mit dem Fahrrad rausgefahren und am Sonntagabend wieder nach Hause. Der Vater ist, weil er wehrunwürdig war, zunächst nicht eingezogen worden. Da muss ich also noch eines dazu sagen. Im Jahr 1935 hat man meinem Vater die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Das geht jetzt in die Weltgeschichte. Mein Großvater ist in Böhmen geboren. Ich muss da noch Böhmen sagen, weil es zu Österreich gehört hat. Und der ist, ohne dass man ihn gefragt hat, 1920 Tscheche geworden. Die Tschechei hat damals alle kassiert, die dort geboren worden sind.
Okay, und dann haben Sie deinem Vater 1935. Sich meinen Vater und mich die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Mhm. Und meine Schwester Erika ist gleich nach der Geburt auch die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden. Sodass mein Vater nicht eingezogen werden konnte. Das heißt, er ist dann die ganze Zeit über hier gewesen in und Nürnberg? Und ist dann dienstverpflichtet worden zum Fliegerhorst Herzogenaurach. Und ist auch dann am Wochenende nach Götzenreuth raus. Aber 1944 haben wir alle miteinander die deutsche Staatsangehörigkeit wiederbekommen, damit der Kaiser Soldaten hat. Und dann haben sie ihn eingezogen und er war in Frankreich als Besatzungsmacht und ist dann erst nach der Invasion in Kriegshandlungen verwickelt worden, war auch kurz in Gefangenschaft, konnte aber nachweisen, dass er in Dachau war und ist so als Antifaschist sehr frühzeitig nach Hause geschickt worden. Ich selber kam im Oktober 1944 zum Arbeitsdienst nach Weißenburg oder? Nein, in der Rhön. Ah, okay. Mhm. Ja, das ist ja vor nicht. Vor zwei Stunden hätte ich es noch gewusst. Ja, das macht gar nichts. Also Oktober 44. Ja. Mhm. Und bin dann im Februar 45 entlassen worden. Und kam zurück nach Nürnberg, um sofort eingezogen zu werden zum Militär. Da war ich zunächst in Fürth. Wir haben schon keine richtigen Uniformen mehr gekriegt. Ich habe Fliegeruniform gehabt und sind dann in die Oberpfalz, wo jetzt die Amerikaner sind, in Grafenwöhr gekommen. Wie die Russen und die Amerikaner immer weiter nach Deutschland vorgedrungen sind, sind wir in Bewegung gesetzt worden in Richtung Süden, um möglichst in amerikanische Gefangenschaft zu kommen. Wir sind bei Nacht marschiert und haben uns tagsüber in den Wäldern versteckt. Wir haben unterwegs einige Male erschossene KZler im Straßengraben gesehen. Kurz vor uns ist die SS bei der Auflösung von KZ Lachen mit den KZlern marschiert. Und wenn die geflohen waren oder zu schwach waren, sind sie eben einfach erschossen worden. Ich selber bin nie in Kriegshandlungen verwickelt worden. Ich habe noch als dummer Junge versucht, bevor ich zum Amerikaner kam, mein Gewehr untauglich zu machen, habe am Schlauchbolzen die Spitze abgebrochen, haben wir alle gemacht, weil wir doch durch die jahrzehntelange Propaganda irgendwie uns geschämt haben, als Deutsche in Gefangenschaft zu gehen. Ist auch kein schönes Gefühl, so auf die anderen zuzugehen. Nee, du warst gerade 17 Jahre alt beim Ende des Krieges. Ich war 17 Jahre. Bei Pfarrkirchen am Inn bin ich in Gefangenschaft gekommen. Wir haben zunächst einmal 3 Tage gar nichts zu essen bekommen. Dann haben die Amerikaner organisiert, dass deutsche Soldaten mit deutschen Lastwagen bei den Bauern in der Umgebung um das Gefangenenlager
Lebensmittel requisiert haben. Und so haben wir mit einem Stück Brot am vierten Tag angefangen. Und das hat sich innerhalb einer Woche dann aufgebessert auf zwei Stück Brot und einen Apfel. Von da an haben wir eine sogenannte Sea Ration gekriegt. Das war so ein kleines Kästchen, in dem Leberwurststoßen waren und Keks, was die Amerikaner beliebig oft am Tag bekommen haben, mindestens aber viermal, haben wir dann einmal für Tagesration bekommen. Ich war insgesamt 19 Tage in Gefangenschaft. Und dann haben die Amerikaner es entlassen angefangen. Und zunächst die in allernächster Nähe um das Gefangenenlager. Wer 20 Kilometer, dann 50 Kilometer, dann 150 Kilometer entfernt wohnte, wurde entlassen. Nach 19 Tagen war dann Nürnberg in dem Bereich, der von Pfarrkirchen aus entlassen wurde. Da wurde man aber zunächst noch verhört und da habe ich ein Erlebnis gehabt, wir haben gewartet und dann ist ein alter Soldat, wirklich ein alter Lanzer, aus dem Verhörzelt gekommen und hat sich zu mir hingestellt und hat mir zugeflüstert. Der macht jetzt einen Hitlergruß, wenn du reinkommst und sagt zu dir, Heil Hitler, sag um Himmels Willen nicht Heil Hitler. Ich habe mir das gemerkt und habe auf den Gruß mit Grüß Gott geantwortet. Damit war also meine Entlassung auch festgestanden. Und dann bist du nach Nürnberg? Dann sind wir auf amerikanischen Lastwagen nach Nürnberg transportiert worden und an einem Ort, den man sich raussuchen konnte, entlassen worden. Also ich habe mich möglichst nah in Nürnberger Süden entlassen lassen. Bin nach Hause in die Gartenstadt, von den Nachbarn sehr willkommen geheißen worden. Das war ja praktisch 10 Tage nach Kriegsende. Der erste Soldat, den sie gesehen haben, der wieder heimkommt. Ich habe natürlich in meiner Freude über die Entlassung gesagt, die kommen alle heim, das dauert bloß ein bisschen. Und bei vielen hat es dann natürlich auch Jahre gedauert. Die Nachbarn haben wir zu essen gebracht. Ich habe dann etliches hineingeschlungen, später dann die ganze Nacht durchgekotzt, weil ich mir zu viel zugemutet habe auf den leeren Magen. Bin dann sofort am anderen Morgen aber mit einem Kinderfahrrad nach Götzenreuth gefahren, wo meine Mutter mit den Geschwistern war. Und das war also ein Jubel und ein Trubel, wie ich wieder draußen war. Zunächst habe ich mich also ein paar Tage erholt. Und dann ist der Bauer gekommen und hat gefragt, ob ich bei ihm arbeite. Meine Mutter kann meine Lebensmittelmarken behalten und ich war voll verpflegt den ganzen Tag über. Und dann habe ich am 1. Juni, nein, am 1. Mai, am 1. Mai, 1945 als Jungknecht bei den Bauern angefangen. Ich habe mich vorsorglich noch beim Arbeitsamt angemeldet, um auch ordentlich gemeldet zu sein, habe meine Mutter darauf bestanden. Jetzt schlage ich dann
eine Lücke von zunächst mal einem Vierteljahr. Da kam dann mein Vater zurück. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass er früher entlassen worden ist. Und habe gearbeitet bis Lichtmess 46. Ich habe gelebt wie die Made im Speck, habe schwer gearbeitet. Ich habe, wie ich bei den Bauern aufgehört habe, 75 Kilo gewogen. Aber lauter Muskeln, kein Fett, also keinen Bauch. Die Schule ist im Februar angegangen. Und wie ich wieder in die Schule gekommen bin, war noch einer meiner Klassenkameraden gut rausgefüttert. Der hatte auch beim Bauern gearbeitet. Alle anderen waren halb verhungert. Die Nürnberger SPD hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg schnell angefangen, die Partei wieder aufzubauen. Wie ging es denn für dich dann weiter in Nürnberg? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich in die SPD hineingeboren bin. Ich habe auch noch etwas geerbt. Ich habe auch schon erwähnt, dass mein Vater bei der SAJ war. Er hat meine Mutter bei der SAJ kennengelernt und daraus bin dann ich entstanden und meine weiteren Geschwister. So bin auch ich zwar nicht zur SAJ, aber sofort zu den Kinderfreunden, Sozialistische Jugend, die Kinderfreunde gekommen. Und habe die dann später in die Falken umbenannt wurden. Ja, ganz zum Schluss frage ich dich noch, dein Sohn, der Uli Mali, ist ja seit 2002 Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Als er zu dir gekommen ist und gesagt hat, Papa, ich kandidiere jetzt als Oberbürgermeister, was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, überleg dir das genau. Es ist eine schwere Arbeit, die auf dich zukommt. Du wirst keinen Feierabend mehr haben, ohne dass dich irgendjemand beansprucht. Drum musst du vor allen Dingen mit deiner Frau klarkommen, ob sie bereit ist, das auf sich zu nehmen. Petra hat zugestimmt und so hat Uli dann kandidiert. Ja, vielen Dank, lieber Rudi Mali, für deine ganz persönliche Geschichte über deinen Vater, über die Kriegszeit und auch über die Nürnberger SPD. Vielen herzlichen Dank, dass wir heute da sein dürfen und vielen Dank für deine Zeit.